Opposed? Yeah, opposed. Opposed. Leider musste. 1809, da habe ich früher so gut gespielt, damit, wie ich mit meiner Frau passierte. Meine Frau war eine gute Radfahrerin, ne? Oh, jeden Tag Rad gefahren. An abends hat sie mich abgeholt vom Geschäft, dann habe ich sie nach Hause hingebracht, ne? Nach Hause hingebracht, das Rad im Flur gestellt, war schön dunkel, ne? Da sagte sie zu mir, Ernst, heute Abend kannst du alles von mir haben, was du willst. Da habe ich das Fahrrad genommen. In der Halbzeit des Fußballspiels Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg erzählte Ernst Kuzorra diese Anekdote, die zwei Charakterzüge verrät. Er war schon immer ein Realist und ein Schelm. Den sieht man ihm kaum an, wenn er auf seinem Stammplatz sitzt und äußerlich unbewegt kritisch verfolgt, was die heutige Schalke-Generation auf dem Rasen zeigt. Ernst Kuzorra, der zusammen mit seinem Schwager Fritz Zepan den Schalker Kreisel inspirierte und die knappen 6-mal zur Meisterschaft führte. Was sagen Sie denn zum Spiel der Mannschaften heute, wenn Sie mal an Ihre Zeit früher zurückdenken, gerade Schalke-Nürnberg? Ach, da denke ich gar nicht mehr dran. Wir haben früher einen anderen Fußball gespielt, nicht? Und heute ist es... ist wesentlich anders geworden. Heute geht es nur mehr auf die Knochen und sowas. Heute ist zeitweise nicht so schön. Ja. Das alte Spiel war körperloser. Wir mussten auch hinlangen. Uns haben sie auch nicht geschenkt. Wir haben auch hingelangt, wenn es sein musste. Ja. Aber nach Möglichkeit haben wir jeden geschont. Am Mittwoch auf seinem Geburtstagsempfang konnte man viele seiner alten Mitspieler treffen. Otto Schweißfucht war gekommen und Rudi Gelesch, Otto Tibulski, Herbert Bodensky. Das ist Hans Kloth, der alte Torwart. Und Hermann Eppenhoff war natürlich auch dabei. Ich sollte Ernst Pörtchen ersetzen. Ich brauchte eine lange Anlaufzeit und einer, der zu mir gestanden hat und mich immer wieder angespornt hat, mir den Rücken gestärkt hat, war der Ernst Kuzorra. Das war ein Mensch, der mich geführt hat und nach einem Jahr war ich dann Stammspieler. Das habe ich alles meinem Kapitän Ernst Kuzorra zu verdanken. War das typisch für Ernst Kuzorra, dass er junge Spieler, die in die Mannschaft kamen, dass er die an der Hand genommen hat, dass er ihnen geholfen hat? Ah, nicht immer. Also wie ich reinkam, ich mein erstes Spiel gemacht, sagt er nach dem Spiel, das war in Hüsten, zum Beispiel, also, Mensch, du alte Gurke, lass dich ja nicht wieder sehen. Für mich war es ein Ansporn. Für mich war es ein Ansporn. Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat beschlossen, in seiner Sitzung am 27. September dieses Jahres Ernst Kuzorra die Ehrenbürgerrechte der Stadt Gelsenkirchen zu verleihen. Oberbürgermeister Werner Kuhlmann, eingefleischter Schalke-Fan und Freund des Jubilars, überreicht ihm eine Auszeichnung, die bisher nur 9 anderen verliehen worden war. Ernst Kuzorra ist nun der einzige lebende Ehrenbürger der Stadt Gelsenkirchen. Hier wurde er geboren, malochte unter Tage, spielte Fußball und blieb Heimatstadt und Verein sein Leben lang treu. Die Kuzorras kamen wie die meisten der Träger polnisch klingender Namen aus Ostpreußen in den Kohlenpott, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Er war sicher der Beste aus der Fülle vieler großartiger Fußballer, die sich aus dieser arbeitsmarktbedingten Völkerwanderung im Ruhrgebiet entfalteten. Otto Tibulski und Herbert Bodensky gehören auch dazu. Ernst Kuzorra konnte als Fußballer alles. War schnell, trickreich, konnte schießen, links und rechts köpfen, wunderbare Kopfballtore gemacht. Ernst war einmalig für mich. Und er war bei uns eine Persönlichkeit, weil er alles das mitbrachte, was das Fußballherz so wünscht. Und das konnte er bringen, auf dem Platz, auch in der Gemeinschaft. Tut das gut, wenn man solch ein Urteil hört? Ja, da habe ich ja nichts von. Ja, es tut schon in Ordnung.
die wissen ja auch die Kumpels. Ich war nicht kleinlich, aber auch ein harter Bursche gegen die. Was war denn das Spiel, an das Sie sich am liebsten erinnern? Das ist ja ganz selbstverständlich die erste deutsche Meisterschaft. Gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg. Und dann, wie ich dann noch mit dem Leistenbuch spielte und mache in der letzten Minute, mache ich das Siegbringetor. Ja, da war ich. Bombentor. Von 20 Metern. Ich wusste nicht, wohin mit dem Ball, haben wir einfach reingewichst. Eine alte Wochenschau überliefert dieses Tor. 2:1 in der letzten Spielminute gegen den 1. FC Nürnberg. 1934 wurde Schalke zum ersten Mal deutscher Meister. Noch einmal dieser denkwürdige Treffer, der die Ära des Schalker Kreisels endgültig einleitete. Kreisel, blitzschnelles Weiterspielen zum immer freistehenden Nebenmann, bis dem Gegner schwindelig wurde. Das ist Ernst Kuzorra. Talwitzki, Kopfball an die Latte. Dann nimmt Urban den Ball auf und schießt ein Tor. Gegen Hannover 96 im Jahre 1938. Oder dies, Fritz Zepan auf Hermann Eppenhoff und Kalwitzki schießt eines von 5 Toren beim 9:0 gegen Admira Wien. Ich wünsche Ihnen noch viele Jahre Gesundheit und Spaß am Fußball. Danke. Ich habe nur Angst, die wissen ja nicht, ich werde 80, dass es mir geht wie mein Opa. Der hat mit 93 auch noch mal geheiratet, weil er musste. Besteht aber Ihnen auch die Gefahr? Ja, sicher. Der hat sich zu allem fähig. Danke. Eine Frage bleibt noch offen. Warum nämlich der unbestreitbar beste Schalker Ernst Kuzorra, der gleich aufs Tor schießt, insgesamt nur 12-mal in die Ländermannschaft berufen wurde? Warum nur? Warum? Weil ich dem Herrn Nerz, dem Reichstrainer, gesagt, Professor, das war 1937, da sollte mein Schwager und ich abstimmen gegen Belgien. Da geht der Nerz hin, nimmt meinen Schwager raus. Und da habe ich am Donnerstag mich verletzt beim Training, ich habe abgesagt. Das wollte er nicht wahrhaben, da musste ich nach Duisburg kommen, er bringt Sachen mit. Ich kam an, sagte alle, sie wollen nicht spielen. Ich sage, ich kann nicht spielen, bin verletzt. Nein, war das Wort eins ins andere. Er sagt, ich weiß es absolut nicht, sie werden von mir hören. Ja, sagen, sie können mir am Arsch lecken. Ja, so ein Kerl war der Ernst Kuzorra.